Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Folge M wie Mario hier bei Tendo TV. Mein Name ist logischerweise Mario und ich beantworte heute die Frage, warum die Switch meine Go-To-Konsole ist. Und an der Formulierung könnte jetzt der ein oder andere vielleicht schon gemerkt haben, wer mich zu diesem Video inspiriert hat, beziehungsweise worauf es eine Antwort sein soll. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe neulich Abend, das ist ungefähr 3-4 Wochen schon wieder her, beim Ins-Bett-Bringen der Kinder im dunklen Zimmer gesessen und gewartet, bis sie endlich einschlafen. Dabei an meinem Handy gespielt, bin ein bisschen durch YouTube gesurft, habe Kommentare beantwortet und dann halt auch mal über die Startseite geflippt, was ich sehr selten mache, denn ich bin eher Produzent als Konsument bei YouTube. Und da ist mir ein Video ins Auge gesprungen, warum die Switch meine Go-To-Konsole ist, von Spielewelten. Es ist eine Talkrunde, die Andy da ungefähr 14 Minuten lang hält, um zu erklären, warum er im Moment, obwohl er Multikonsolero ist, primär mit der Switch spielt. Und ich habe mir dieses Video, wie gesagt, im Dunkeln beim Ins-Bett-Bringen meiner Kinder angesehen. Deshalb auch ohne Ton, nur mit Untertitel. Das ist total verrückt. Mache ich normalerweise nie. Aber irgendwie hat mich der Titel, das Thumbnail, alles hat mich angesprochen. Und ich habe gedacht, klickst du einfach mal rein, weil für mich ist es im Moment ähnlich. Und mich hat einfach interessiert, was dieser Mensch, den ich bis daher tatsächlich noch nicht wahrgenommen hatte, ich weiß gar nicht warum, was der zu diesem Thema zu sagen hat. Ich habe mich dann nach den ersten Minuten sofort mit diesem Thema und mit dem Moderator oder mit Andy, der das erzählt, identifiziert und habe gedacht, das ist perfekt für mein Meinungsformat, weil ich auf diese Anfrage da antwortet, kommentiert, was ihr davon haltet, einfach auch meine eigenen Sachen sagen wollte. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache die vierte Folge MV Mario zu genau diesem Thema. Denn ich konnte mich, wie gesagt, sehr gut mit der Situation, mit allem, was er da geschildert hat, identifizieren. Nicht nur, weil, wie ich dann hinterher festgestellt habe, unsere Kanäle ziemlich genau die gleiche Anzahl an Abonnenten haben und unsere Situation einfach total vergleichbar ist. Er hat einen stressigen Alltag, ich habe einen stressigen Alltag mit sehr, sehr wenig Freizeit zum Gaming. Meine Freizeit hat so stark abgenommen, seit ich Kinder habe, dass ich mir ganz genau überlegen muss, was mache ich denn damit? Wie verbringe ich sie? Und das will ich natürlich so qualitativ hochwertig wie möglich machen. Neben meinen Kindern, die ziemlich viel meines Fokus aufnehmen, ist mein Job auch im Fokus. Der Job ist mir wichtig, der macht mir Spaß, ich verbringe sehr viel Zeit damit und arbeite sehr viel. Weshalb auch nicht viel Freizeit übrig bleibt. Daneben muss ich sagen, ein Buch habe ich leider nicht geschrieben. Dafür habe ich aber ein Kind mehr, nämlich 3 statt 2. Und ich würde jetzt mich nicht trauen zu sagen, was aufwendiger ist. Deshalb verbuchen wir das mal als unentschieden. Genau, und ich habe, nachdem ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, mir das Video angeguckt habe, das verarbeitet habe, gedacht, ich muss dazu einen Kommentar machen. Ich muss das Video quasi aus meiner Sicht wiederholen und vielleicht schaust du ja auch zu wir kommen in einen kurzen Dialog dazu. Ja, die Switch ist auch meine Go-To-Konsole, meine aktuelle Lieblingskonsole und das hat mehrere Gründe. Ich bin, das muss ich vorneweg sagen, für die, die es noch nicht wissen, noch nie so richtig Multikonsolero gewesen. Ich habe zwar eine PlayStation 2 gehabt, mittlerweile habe ich die verschrottet, hat eh nicht mehr funktioniert und ich habe aktuell eine PlayStation 3, die allerdings nur noch als Blu-ray-Player bei mir im Wohnzimmer funktioniert oder fungiert. Alles andere, also gespielt habe ich damit schon länger nicht mehr. Habe ich aber früher. Ich habe früher Sachen wie Ratchet & Clank, wie Prince of Persia, wie Mirror's Edge gespielt, die es eben auf der Wii U nicht gab. Das heißt, ich habe die Konsole schon bewusst auch gekauft, um Spiele zu spielen, die ich eben auf einer Nintendo-Konsole nicht habe oder nicht haben kann. Die PS2 habe ich mir damals für Final Fantasy gekauft. Sodass ich schon sagen würde, ich habe die Augen schon ein bisschen weiter auf und gucke, was so da ist. Mich juckt auch die PS4 ehrlich in den Fingern, aber so richtig getraut habe ich mich noch nicht, das Geld zu investieren, einfach weil ich zu Hause fast keine Zeit mehr zum Spielen habe. Das habe ich schon ganz oft auf diesem Kanal gesagt. Ich bin einer, der zockt unterwegs. Ich habe relativ langen Arbeitsweg. Ich bin ein Weg im Zug, ungefähr 50 Minuten unterwegs und diese Zeit ist natürlich prädestiniert zum Zocken. Früher habe ich das mit dem 3DS gemacht oder vorher mit dem DS, gerade Animal Crossing Wild World, weiß ich wie viele Stunden und Wochen und Monate ich das im Zug gespielt habe. Und deshalb sage ich eben, eine PS4 oder auch eine Xbox, die juckt mich eher noch weniger.
das lohnt sich gar nicht, dieses Geld zu investieren, weil ich einfach weiß, ich habe eh nicht die Zeit, um das richtig zu spielen. Die Switch kann ich mitnehmen, deshalb ist die Switch mittlerweile meine Nummer 1, was Mobilität angeht, oder was das Mitnehmen angeht. Das finde ich super. Du kannst sie einfach aus dem Dock nehmen, mitnehmen und kannst die Spiele unterwegs weiter zocken. Wenn ich dann aber abends, oder zocken, bei mir ist weniger weiter, für mich sehr andersrum. Wenn ich dann nach Hause komme und abends mal ein bisschen Zeit habe und mich nicht vor die Glotze hocke und Serien gucke, dann kann ich das Ding eindocken und kann weiterspielen. Das geht mit dem 3DS nicht. Da musste ich immer, wenn ich das dann auch zu Hause gespielt habe, immer trotzdem dieser Mini-Bildschirm und alles klein. Und bei der Switch kann ich mir dann einen richtigen Controller in die Hand nehmen, stecke sie ins Dock und kann spielen. Und Plug and Play war ein großes Argument, was er gebracht hat. Das ist genau das, das sehe ich genauso. Du machst sie an und das Spiel startet. Du kannst sofort loslegen. Du hast keine Wartezeiten, keine Ladezeiten. Ich habe die meisten Spiele mittlerweile auch als Downloads, selbst Retail-Spiele als Downloads, einfach weil es schneller geht, weil ich kein Spiel wechseln muss und weil ich auch nicht dran denken muss, sie mitzunehmen, wenn ich irgendwo hingehe, sondern ich habe einfach meine ganze Bibliothek immer auf SD-Karte dabei. Das finde ich super. Ja, dann muss ich noch dazu sagen, ich habe zu Hause noch ein anderes Hobby, was das so ein bisschen verstärkt, das neben meinen Kindern und der Arbeit noch ein Hobby für zu Hause, und das sind Serien. Ich gucke sehr, sehr, sehr viele Serien. Gerade aktuell, ihr wisst, in wenigen Wochen wahrscheinlich geht die finale Staffel von Game of Thrones an den Start. Am 14., 15. April, das genaue Datum habe ich nicht im Kopf, und ich habe jetzt zum Beispiel mal angefangen, die ganze Serie nochmal von vorne zu gucken. Also 67 Folgen, eine Stunde, das sind 67 Stunden, die ich da rein investiere, und was mir auch total Spaß macht, einfach weil ich die 8. Staffel genießen will. Ich möchte nochmal alles frisch im Kopf haben, was teilweise acht Jahre her ist, dass ich es gesehen habe. Macht mir sehr viel Spaß, sodass ich zu Hause noch weniger zum Zocken komme. Wenn ich hier bin, schmeiße ich mein Fernseher an und gucke eine Folge Game of Thrones lieber, als dass ich spiele. Deshalb noch ein Argument: unterwegs, im Zug mache ich das nicht. Ich gucke ja Game of Thrones nicht auf dem Handy oder auf dem Tablet. Wenn schon, will ich das auch auf dem großen Fernseher genießen. Deshalb ist das wunderbar, dass ich die Switch mitnehmen kann und so trotzdem zum Zocken komme, auch wenn ich zu Hause gerade was anderes mache. Und die Switch ist eben deshalb eigentlich mein stetiger Begleiter, und ich habe sie immer dabei, egal wo ich unterwegs hinfahre, wenn ich nicht gerade mit den Kindern unterwegs bin. Aber auch wenn ich mit denen im Urlaub bin, habe ich sie dabei. Ein Wochenende der Jugendherberge, ich habe sie dabei. Es ist einfach toll. Du kannst abends, wenn die schlafen und du sitzt in deinem Bett oder liegst in deinem Bett, kannst du einfach nochmal zocken. Und eine PS4 oder eine Xbox mitzunehmen irgendwo in den Urlaub, da brauchst du einen vernünftigen Fernseher, du musst diese Tonnen mitschleppen, die Switch nimmst du einfach mit, fertig. Ja, dann, das wisst ihr auch alle, ich mag Nintendo-Spiele grundsätzlich sehr gerne. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin kein Multikonsolero, sondern ich bin eher Nintendo geprägt, habe meine Historie zwar mit dem Master System 2 von Sega angefangen, bin dann aber auf Super Nintendo umgestiegen und seitdem bei Nintendo geblieben. Was ich eben noch gesagt habe zur PlayStation, das steht natürlich. Und mag deshalb die Reihen von Nintendo auch. Ich wäre ja nicht da geblieben, wenn ich sie nicht mögen würde. Ich mag Mario, ich mag Zelda. All das sind die Dinge, die mir eben nur auf der Switch überhaupt, die ich da nur in die Finger kriegen kann und da nur genießen kann. Deshalb komme ich an der Konsole sowieso nicht vorbei. Aber es gibt auch Spiele, das war auch ein Argument von ihm, dass auf den HD-Konsolen oder auf den 4K-Konsolen, Switch ist ja auch eine HD-Konsole, es mittlerweile jedes Spiel Open World sein muss. Man Stunden braucht, um irgendwas zu machen, und wenn man nur eine Stunde Zeit hat abends, fängt man gar nicht erst an, weil das überhaupt nicht reicht, um richtig wieder reinzukommen. Und da hat die Switch zwar auch, also wenn ich mal Zelda nehme, das macht auch keinen Sinn, da gerade mal so eine halbe Stunde nur zu spielen, obwohl es da noch funktioniert, finde ich. Aber es gibt auch viele Spiele, die kurz und knackig sind, die ja wirklich in sich geschlossen sind, die cool sind. Ich nenne mal Bayonetta als Beispiel, wo ich mich sehr, sehr, sehr auf den dritten Teil freue, wenn er denn dann endlich mal kommt. Das sind so Spiele, die dann auch so ein bisschen das vermischen, dieses epische, große Videospiel, so ein bisschen wie Kino, aber halt nicht zu viel. Und auf der anderen Seite natürlich Spiele, die wie Spiele aussehen müssen und sollen, wie ein Mario Kart wie ein Super Mario generell oder Yoshi, was jetzt kommt. Das sind einfach Welten, in die tauche ich gerne ab, und deshalb umso mehr ist die Switch meine Konsole Nummer 1. eShop ist auch ein Thema. Ich bin mit Download-Spielen auch relativ spät
warm geworden. Mittlerweile liebe ich sie. Um mal Liar Princess and the Blind Prince zu nennen, was gerade relativ neu ist, ist so ein Spiel, was es für mich perfekt darstellt. Lukas hat auch ein Review Light hier auf dem Kanal gemacht. Das sind so Sachen, für sowas liebe ich die Switch auch. Und da gibt es so viele tolle Sachen, die man einfach mal unterwegs, auch wenn man eine halbe Stunde im Zug sitzt, wunderbar spielen kann. Und man fängt an, hört auf und steigt dann am Abend auf der Rückfahrt wieder ein. Funktioniert perfekt, macht richtig Spaß. Ja, was mich ein bisschen wundert ist an der Stelle eShop, das ist bei uns anders als bei Spielewelten, wenn man sich so durch die Videos scrollt. Wenn wir über eShop-Spiele berichten, dann interessiert das bei uns fast niemanden. Diese Videos sind immer mit Abstand die am schlechtesten geklickten. Wir sind ja sowieso unsere Videos... Trotz der relativ hohen Abonnentenzahl werden unsere Videos ja relativ selten geklickt, was ich nie so richtig verstanden habe, aber das ist ein anderes Thema. Ich mache das ja auch, das wisst ihr, für mich, weil es mir Spaß macht, weil es mein Hobby ist, über Gaming zu reden, zu berichten, und das ist mein primäres Ziel. Deshalb, mich wundert ein bisschen, dass unsere Zuschauer sich so gar nicht dafür interessieren und diese Videos kaum gucken. Das würde mich mal interessieren, wobei die es nicht interessiert, die jetzt wahrscheinlich auch nicht zugucken. Aber vielleicht ist der ein oder andere dabei, der diese Videos von uns immer überspringt. Warum eigentlich? Warum interessiert ihr euch nicht dafür? Das würde mich sehr interessieren. Ja, das waren meine, ich weiß gar nicht genau, die Uhr, die da gegenüber hängt, ist stehen geblieben. Deshalb weiß ich gar nicht, wie lange ich jetzt schon rede. Das sind die Gründe, warum die Switch meine Go-To-Konsole ist, die ich als Antwort auf das Video von Spielewelten gebracht habe. Und ja, Andi, wenn du das siehst, ich freue mich, dich digital kennengelernt zu haben und auf dieses Video zu antworten, das mich wirklich sehr angesprochen hat und wo ich mich total wiedergefunden habe und wo ich jetzt einfach auch mal was zu sagen wollte. Deshalb freue mich, wenn du vielleicht das geguckt hast und hier drauf antwortest. Alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen zu kommentieren, warum ist die Switch vielleicht für euch gerade die Konsole erster Wahl oder vielleicht warum auch nicht. Kommentiert, ich rede wie immer gerne mit, sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.